Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt, und zwar Sniper Elite 4. Ja, ich habe das Spiel eigentlich am Dienstag, wo Release war, am 14.07. beantragt und habe leider eine Ablehnung bekommen, aber heute habe ich dann doch noch einen Key bekommen und deswegen erstmal vielen, vielen Dank an Rebellion, das sind nämlich die Entwickler und Publisher. Vielen, vielen Dank für den Key, thank you for the key, guys. Und ja, wir gucken heute mal in Sniper Elite 4, vielleicht ist es für den einen oder anderen was. Wenn ihr Bock auf das Spiel habt, schaut in die Videobeschreibung, da gibt es ein paar Prozente Rabatt, wenn ihr es über den Link kauft. Und genau, wir gucken heute mal. Es ist, wie sich schon anhört, ein Sniper-Spiel. Ich mache Einzelspieler. Ich habe gerade schon mal die erste Mission geguckt, aber wir machen natürlich nochmal neu. Ich muss mal natürlich ein bisschen erstmal reinfuchsen und jetzt kann ich natürlich loslegen. Neue Kampagne und los geht's. Wir machen auf normal und legen los. Wir können noch nichts weiter auswählen, deswegen brauche ich ja gar nicht reingucken. Ich zeige es euch nochmal kurz. Man kann verschiedene Waffen dann ja, freispielen und kaufen, beziehungsweise ja, mit Spielgeld kaufen. Und wenn man das DLC hat, gibt es natürlich noch extra Waffen. Man sieht hier, wie viel Schaden und so weiter man macht. Also man kann sich da richtig reinfuchsen. Ich werde das aber nicht vertiefen, denn wie gesagt, das soll nur ein Angezockt sein, damit ihr einen kleinen Einblick im Spiel habt. Und dann gehen wir gleich auf weiter und möchten die Einführung. Ja, möchten wir trotzdem, damit ihr das seht. Und los geht's. 1943. Eine Welt im Krieg. Eine Welt in Aufruhr. Wir haben Hitlers Nordafrika-Feldzug ein Ende gesetzt. Aber was nun? Churchill drang auf eine Invasion Italiens, nannte die Mittelmeerregion den weichen Unterbau des Krokodils. Anfangs skeptisch zog Winston die Amerikaner doch noch auf seine Seite. General Dwight D. Eisenhower, oberster Kriegsherr der Alliierten, plant federführend die gesamte Strategie. Was mich betrifft, ich bin auf dem Weg nach San Cellini, einer abgelegenen Insel im Südwesten Italiens. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Sniper Elite 4, Italia. So, gucken wir mal, wie wir so wegsnipen. Wir haben in dieser Gegend Schiffe verloren. Der britische Geheimdienst glaubt, die Anwesenheit der Luftwaffe auf San Cellini ist der Grund dafür. Die königliche Marine hat einen eroberten italienischen Frachter, die Orchidia, entsendet. Sie war mit modernster Funkabfangtechnik ausgestattet. Die gesammelten Informationen bestätigen unsere Befürchtungen. Die Nazis besitzen eine neue Wunderwaffe. Die Überlebenden der zerstörten Schiffe reden von einer neuen Art Rakete. Ferngesteuert von dem Flugzeug, das sie abschießt, spüren diese Raketen unsere Schiffe mit tödlicher Präzision auf. Die Aufgabe der Orchidia war, die Funkmeldungen der Luftwaffe abzuhören, um rauszufinden, was die Deutschen vorhaben. Auch wenn das das höchste Opfer bedeuten würde. Okay. Jetzt müssen wir wissen, was die Nazis planen und wie wir sie aufhalten können. Ein hohes Tier der Luftwaffe ist auf der Insel. General Tobias Schmitz. Es ist kein Geheimnis, dass Hitler eine hohe Meinung von ihm hat. Schmitz würde sich niemals lebend ergeben und hat seinen geliebten Führer noch niemals enttäuscht. Aber er könnte über nützliche Informationen verfügen. Meine Mission, Schmidt töten und mit ihm alle hochrangigen Offiziere. Und dann nichts wie weg. Das hört sich doch nach einem Plan an. Alle wegsnipen. Ich sorge dafür, dass die Männer nicht umsonst gestorben sind. Ich muss so viel wie möglich über die neue Rakete herausfinden. Na, dann wollen wir mal. So. Wir sehen schon, die Grafik ist sehr einfach gehalten, aber ist im Stil von Sniper gehalten. Denn das letzte, was ich gespielt habe, war Sniper 2, glaube ich. Ganz, ganz, ganz lang ist es her. Und war auch noch irgendwie ganz anders. Glaube ich. Denke ich. Und die Grafik, ja, ist jetzt okay, aber ist jetzt nicht so high-end. Muss ich dazu sagen, finde ich. Ich spiele auf Ultra. Schätze, den Kerl kann ich relativ geräuschlos ausschalten. Okay.
Bäm, genau ins Herz. Und was man nämlich zugutehalten muss, was ich mega gut finde, ähnlich wie bei Mortal Kombat, sehen wir hier, die Innereien. Was ist das? Wo ist mein Feldstecher? Da ist er. Da haben wir einen. Guck mal, wir können da auch draufbleiben, sehe ich gerade. Okay. So, dann haben wir da noch einen gesehen, den da. Achso, dann sehen wir nur alle möglichen Infos zu dem. Okay, ich verstehe. Und dann haben wir hier nämlich noch. So, verlassen das Ganze. Ziehen unsere Waffe, oder? Nein, was sollen wir machen? Zum Gewehr, da doch, hier, zum Gewehr, zack. Und jetzt können wir nämlich Luft anhalten. Zielen ein bisschen höher. Ihr seht schon, das Rote zeigt an, wo die eintrifft. Und links seht ihr, das Blaue füllt sich. Das ist, wie lange wir die Luft anhalten können. Und dann haben wir schöne Zeitlupen-Animation. Finde ich mega geil. Bam. Haben wir die beiden ausgeschaltet. Doppelkill. Wer sagt's denn? Nice, nice. Wir müssen ein bisschen umgucken. Hier findet man immer Munition und andere Sachen, die man aufheben kann. Da werde ich rüber müssen. Spring über den Spalt. Ach, man kann auch drüber springen. Ah. Fallen und ich habe mir vorhin, wo wir mal kurz reingeguckt haben, hier den Umweg gemacht und habe hier so bin geklettert. Okay. So. So, okay. Gehen wir weiter. Bergauf gehen. Aber die Lichteffekte sind schon mal cool. Ihr wisst ja, ich stehe auf so eine Flare-Effekt. So, okay, gehen wir da hoch und schneiden die nächsten weg. So. Könnte sich lohnen, die Leichen nach Munition zu durchsuchen. Okay, machen wir. Das macht er relativ lange. Ich finde es zwar realistisch, aber muss es so lange sein? Ich habe alles eingesammelt. Ich weiß nicht, ob das so lange sein muss. Aber es ist wiederum realistisch, von daher. So, und jetzt zeige ich euch gleich mal, was passiert, wenn wir auf einen, ja, auf einen Soldaten snipen. Dann sieht man nämlich so sehr schön die Innereien und die Arme, was so alles zerplatzt und kaputt geht. Am geilsten finde ich bis jetzt, mein Favorit ist der Kiefer, wenn man gegen den Kiefer schießt. Das sieht mega geil aus. Das versuche ich euch gleich zu zeigen. Und ich habe es vorhin nicht hingekriegt, vielleicht schaffen wir es jetzt. Man kann den Soldaten noch in den Hoden schießen. Im Blattwerk und im Schatten bin ich schwerer auszumachen. Das ist mir klar, Kollege. Ich spiele nicht das erste Mal. Schleichspiele und so. Und zwar kann man in den Hoden schießen. Und angeblich, ich habe es mir nur sagen lassen, fallen die dann raus. Hört sich ein bisschen eklig an, ist es auch. Aber ich will das unbedingt mal sehen. Okay, erstmal Karte und Ziel markieren. Und zwar haben wir hier die Ziele auf der Map. Die mit den Fragezeichen. Und wir nehmen natürlich jetzt zuerst das. Und gucken mal. Der Turm ist ein guter Aussichtspunkt. Das Dürmchen. Okay, dann gehen wir hoch aufs Dürmchen. Dann sind wir das Würmchen auf dem Dürmchen mit dem Schirmchen unterm Irmchen. Oh Mann. Ich habe jetzt schon wieder zu gute Laune, ihr merkt das. So, okay. Wie gesagt, ich will euch nur einen kleinen Einblick. Zum Let's Playen habe ich festgestellt, ist es nichts. Höchstens, ihr überzeugt mich. Ich habe gesagt, ich würde es nur Let's Playen und euch noch eine Folge zeigen. Wenn die Daumen nach oben stimmen. Einfach, damit ich sehe, dass ihr da auch Bock drauf habt. Ansonsten bleibt es bei dem Angezockt. Könnt natürlich gerne einen Daumen oben lassen, dann schreibt es halt noch in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Aber ich glaube, es ist deswegen nichts, weil man halt, ja, man ist viel mit Warten beschäftigt, man sitzt viel rum und wartet und zielt und wartet und ist einfach viel zu viel Warten im Spiel. So, den da brauchen wir. Hallo. Hallo. Du stehst auf meiner Abschussliste, Partner. Mäuschen. So, da könnten wir hier wieder knallen lassen. Das wird auch mein erstes Vorhaben sein. Und da werden wir aber wieder warten müssen. Man kann natürlich hier auch die ganzen Sprengstoffsachen markieren. Das Gute ist, ich weiß jetzt schon, wo ein paar Leute sind. Diese Insel ist ein einziger Propagandafeldzug. Mit der Orchidee als Höhepunkt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was er mit Orchidee meint. Okay, wo haben wir noch welche? Da hinten waren noch welche irgendwo. Hey! Gib mir mal meinen Feldstecher wieder hier. Ach was, sobald ich das da treffe, drücke. Ey, guck mal, die sind jetzt gar nicht mehr da. Da ist einer. Okay, so. Im Baumhaus war noch einer. Da. Okay, wo war denn noch einer?
Oh, da kommt ein Laster. Da sind sogar zwei. Sind die vorhin auch gekommen? Die bescheißen. Das ist ja immer anders. Warum ist denn das immer anders? Also ist zwar auf einer Seite gut, dann wird es nie langweilig, aber irgendwie ist es dann natürlich auch viel, viel schwerer. Vor allem, man muss auch genau gucken, die sind gut getarnt eigentlich. Ach, guck mal, das ist sogar da hinten. Den habe ich noch nicht. Hier unten war auch noch. Da ist einer. Ein Schmetterling. Wo ist der Schmetterling hin? Ich habe keine Ahnung. Chris, Menschen töten, nicht Schmetterlinge beobachten. Ach, da war ja was. Okay. Und jetzt muss ich kurz warten. Da sind wir wieder beim Warten. Wechseln mal auf die Waffe. Wenn ich jetzt schieße, glaube ich, zeig's euch einfach. Jetzt machen wir Zeitlupe, Luft anhalten. Links seht ihr das Blaue, was hochgeht. Und das unten, das Rote, da treffen wir hin. Und bam! Natürlich hören die jetzt, wo ich bin. Beziehungsweise die hören erstmal das, was da ist. Bam, okay. So, und jetzt seht ihr, ist es gelb und ja, grau das Dreieck, wo ich vorher war. Und jetzt müssen wir halt warten. Und das meine ich halt. Ihr müsst halt ständig warten und gucken und warten und schießen und warten und gucken. Man muss halt ewig lange immer warten, bis sie sich wieder beruhigt haben, damit die Deckung halt nicht auffliegt. Und ja, an sich macht das Spiel schon Spaß. Wie gesagt, ich habe die erste Mission jetzt abgeschlossen. Wer Bock auf so Snipe-Sachen hat und so ein bisschen Assassin-mäßig, der, für den ist das was. Aber ich brauche immer ein bisschen Action. Jetzt mal gucken, dass wir den da hinten kriegen. Guck mal, was steht der jetzt hinter der Mauer? Er steht echt hinter der Mauer. Man kann jetzt auch warten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten auch, die man, wie man das alles schaffen kann. Er fliegt ab und zu im Flugzeug rum. Guck mal, den Typen da hinten wollen wir. Wo läuft er eigentlich lang? Das mit dem Ausgrauen finde ich nicht so cool, weil dann sieht man nicht, wo genau er gerade lang läuft. Und das Flugzeug könnte auch mal wieder kommen. Es kommt aber nicht. Es kommt wirklich nicht. So, und auf Q hat man natürlich sein Inventar. Man hat auch, glaube ich, was sind das genau? Steine, um die abzulenken. Dann hat man noch eine Pistole, beziehungsweise Maschinengewehr und eine Pistole. Die Pistole ist die einzige, die schallgedämpft ist. Da kann man dann so ein bisschen Silent Kill machen. Da war auch noch ein Typen, aber wir brauchen den da. Wo rennt der eigentlich rum? Warum ist der im Boden drin? Was stimmt denn mit ihm nicht? Hat man ganz kurz gesehen, aber ich... Verstehe nicht so ganz. Ist der im Haus oder was? Der scheint im Haus zu sein. Und das Flugzeug kommt auch nicht. Natürlich schöner Vorführeffekt. Dann schießen wir einfach den nächsten ab. Das war den da. Und dann zeige ich euch mal die Zeitlupe. Bei dem kommt die hundertprozentig. Bitte Kiefer, bitte Kiefer. Ah, okay, war nur das Gehirn. War nur das Gehirn. Guck mal, den hier unten, den bräuchte man eigentlich auch noch. Wo willst du hin, Kollege? Headshot. Schaltschütze, okay. Solange die mich nicht sehen, kann ich, glaube ich, hier rumballern. Ich möchte ja schon mal diesen Hodentreffer sehen, eigentlich. So, jetzt das war kacke Deckung aufgeflogen, weil wir ihn nicht mit einem Schuss... Hey, warum ging es weg? Wegen meiner Deckung. So, und jetzt muss ich hier weg, weil ihr seht jetzt das rote Dreieck auf der Karte, was sich da so dreht. Und da denken die, bin ich noch. Und man sieht es auch anhand... Okay, jetzt sieht man es gerade nicht. Doch, da seht ihr diese rote Figur. Daran sieht man auch, wo die letzte geortete Position ist. Oh, das war jetzt natürlich Fail. Die sehen mich. Ich sollte mich irgendwo verschanzen, wo die mich vielleicht nicht so sehen. Muss auch aufpassen, die haben auch gute Schützen. Man hält hier nicht so viel aus. Und jetzt kommen natürlich gleich Truppen, die patrouillieren. So, okay, wir müssen uns umgucken. Die suchen jetzt natürlich nach mir.
Können wir hier nicht noch ranzoomen eigentlich? Ist das schon so nah wie möglich? Okay. Okay, okay, okay. So. Und jetzt ist wieder Alarmbereitschaft, aber die wissen nicht mehr, wo ich bin. Das ist sehr schön. Aber man muss halt teilweise auch aufpassen. Denn hier kommt auch Verstärkung. Also es sind nicht nur die paar Männekicken, die hier auf der Karte rumlaufen, sondern auch ein paar mehr, die einen dann suchen kommen. Und man muss das halt sehr ruhig spielen. Man braucht viel, viel Zeit. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das was fürs Let's Play ist. Das könnt ihr entscheiden, wie gesagt, mit einem Daumen nach oben und den Kommentaren. So, alles klar bedeutet, wir sind alles wieder ruhig. Und rein ins Brain. In die Mitte. Da war noch einer, den ich nicht markiert hatte. Den darf ich nicht unterschätzen, denn wenn die in den Büschen sind, dann sieht man die überhaupt nicht mehr. Ich meine, das Spiel ist schon, wenn man es wirklich ernst nimmt, so wie ich gerade, immer wieder rumgeblödelt im Livestream, aber jetzt nehme ich das gerade mal ernst, da ist das schon ganz geil. Und man kann vor allem leveln, so ein bisschen RPG-Elemente haben sie dann mit reingebracht. Und kann sich dann halt aufrüsten und verbessern und so weiter. Oh, da kommen schon zwei. Sehen wir jetzt oben auf der Karte. Lass ich die in Ruhe und gehe einfach weiter. Ja komm, wir gehen einfach weiter. Ne, das Ding ist, wenn so ein Flugzeug kommt, dann macht das natürlich ordentlich Lärm und dann können wir einfach rumballern und die hören das nicht. Da rennt noch einer. Feind sucht. Oh komm, der wird schön. Ah scheiße, er bewegt sich. Ich dachte, er bleibt stehen. Ne, das mache ich nicht. Das ist mir zu riskant. So, wir sollen die Kameras, können wir kaputt machen aus so einem Nebenziel. Und die machen wir mal kaputt. Mit R können wir die kaputt... Nein, ich will die nicht austauschen. Da. Bam. Und durchsuchen. Oh, da kommt gerade ein weißer Punkt auf mich zu. Auf der Karte sehen wir es. Nichts mehr zu finden. Ist nichts mehr zu finden. Muss ich immer hier so ein bisschen umgucken. Denn manchmal hat man die gar nicht auf dem Schirm und dann kommen die doch... Und hängen in irgendeinem Busch drin. Die alten Buschkinder. Okay, pass auf. Wir holen uns jetzt mal den Typen. Der ist da echt in dem Scheiß. Holen wir uns den da. Oh, das ist immer schwierig, wenn die laufen. Da weiß ich nicht, zieht man da vor. Oh, der steht. Der steht. Oh, die kommt. Die kommt. Oh. Ey, das haben die wirklich richtig gut gemacht. Muss man schon sagen. Und jetzt das Flugzeug. Das sehen wir oben an dem Dingens. Das bedeutet, guck mal, der hängt im Busch. Das bedeutet nicht, dass der im Busch hängt, aber das... Boah, wir haben ihn nicht getroffen. Ist das euer fucking Ernst? Wissen jetzt, wo ich bin? Nee, die suchen noch. Wer sucht, der findet. Guck mal, hier liegt er. Boah, der liegt ja krass da. Der Arm und so. Also das sieht ganz cool aus, wie er da liegt. Kann man den nicht durchsuchen? Na gut. Hä, vor allem. Achso. Nee, nee, ich brauche ja mein Snipergewehr. Aber... So. Ich möchte diesen Scheiß... Entschuldigung. Hosenhodenschutz... Schuss aber auch mal sehen. Weil der soll mega lustig sein. Aber das ist halt gar nicht so einfach. Dazu braucht man A. Diesen Videoeffekt. Und B. Muss man erstmal treffen. Nimm den Kopf hoch. Der lebt nicht mehr. Nimm den Kopf hoch. Komm schon. Ja. Ey, die sind gar nicht runtergefallen. Wahrscheinlich ein Stück höher. So, dass die abgetrennt... Oh, das ist so eklig. So, dass die abgetrennt werden. Jetzt haben wir sie ja eher zerstört. Aber das haben die mega gut gemacht. Das gefällt mir richtig. Ja, es ist auf jeden Fall... Also man muss schon sagen, das Spiel ist nicht schlecht. Die haben sich Mühe gegeben. Und es gibt natürlich auch eine Story. So ist es nicht. Die spielen wir ja... Oh nein! Und man kann auch runterfallen. Aber... Mal gucken, wo jetzt der Checkpoint war. Aber meistens sind die Checkpoints gut gesetzt. Manchmal zu gut, wenn die nämlich wenn du entdeckt wurdest. Kontrollpunkt. Wenn du nämlich entdeckt... Haben wir den... Ist der jetzt...
Ist der da noch? Ist Hodenhorst noch anwesend? Ich glaube nicht. Hodenhorst hat die Schnauze voll gehabt. Ne, man hat natürlich eine Story und kämpft hier gegen die Nazis. Was sonst? Wie in jedem Kriegsspiel. Er ist aber auch getarnt hier mit den Blättern und so. Ist ja gemein. Oh, da unten steht noch einer. Guck mal. Hä? Stand da nicht gerade einer? Wo bin ich hin? Da. Komm, zoom, zoom. Lebertreffer. Die haben wir beim ersten Schuss nicht klein gekriegt. Oh, ich muss aufpassen. Links sind auch noch welche. Ich sollte hier abbauen. Oh, da ist noch einer. Und der kommt. Ich will euch den Kiefer auch noch zeigen. Boah, das dürfte der Darm gewesen sein. Oh, oh, die haben mich entdeckt. Ich bin aufgeflogen. Jetzt muss ich rennen, weil... Die brauchen mich nur dreimal oder so treffen. Das ist schon realistisch gehalten. Also man muss sagen, das Spiel ist sehr realistisch. Wirklich. Ich bräuchte halt mal ein bisschen Ausdauer. Wie kriegt man denn Ausdauer schneller? Gibt es da eigentlich auch was? Im Repertoire? Ne, wir haben noch Stolperminen und sowas. Die kann man auch ganz cool, glaube ich, verteilen und so. Aber... Hm. Ich muss hier weiter weg. Ich muss hier weg. Ah, die sehen mich schon wieder. Ich muss mich doch verstecken. Und jetzt müsste ich halt schon wieder warten, aber ich habe keinen Bock auf warten. Ich laufe jetzt einfach weiter. Richtung Ziel oben. Oh, die schießen. Wetten, die schießen. Au. Au. Lass mich in Ruhe. Bitte. Wechsel mal auf die Pistole. Die hat nämlich Schalldämpfer. Oh, da steht ja einer. Geh Deckung. Oh, das war knapp. Eigentlich müsste der doch das Gewehr sehen. Und der ist natürlich mies, weil der hat nämlich einen Helm auf. Und wenn wir dem jetzt einen Headshot geben, dann ist er trotzdem nicht tot. Aber wenn ich Glück habe, ja, er dreht auf jeden Fall ab. Machen wir mal noch einen Nahkampfkill. Die sind auch ganz cool. Manchmal kriegt man da auch eine Animation. Ja, kriegt man bei dem leider nicht. Betatschen wir den noch eine Runde. Sonst nichts. Sonst nichts. Der ist voll langweilig, der Typ. So, und jetzt müssen wir uns den Typen holen. Den Typen der Typen. Den Obertyp. Die Frage ist, wie machen wir das? Schädlingsbekämpfung. Guck mal, der ist da hinten. Feind sucht. Halte die Augen auf. Die haben immer übelst cool, wenn jemand stirbt und so. Oh nein, er ist gestorben. Mach's gut, Fritz. Mach's gut, Fritz. Schön die deutschen Namen rausgekramt aus dem Duden. Sehr schön. Dann gucken wir natürlich durch. Das ist alles. Das ist alles. So, Leute. Kommt, den da oben zeige ich euch noch. Wir sind nämlich schon wieder bei über 20 Minuten. So ein angezockt. Ach, guck mal, jetzt kommt gerade Dingens. Und ins Herz. Boah, voll die Lunge zerfleddert. Geil. Da kann man nämlich einfach schießen, wenn das Flugzeug kommt oder andere laute Geräusche sind. Dann fliegt man nicht auf sozusagen. Und jetzt geht man sozusagen auf die Karte und wählt sich das nächste Ziel. Da wir immer hier oben sind, nehmen wir gleich das. Das müsste die Villa sein. Jo. Aber bevor ich zur Villa gehe, Leute, liegt es jetzt an euch. Wollt ihr noch eine Folge sehen? Dann lasst mir einen Daumen nach oben da und schreibt es mal in die Kommentare. Weil, wie gesagt, das ist ein Spiel, wo ich mich nicht entscheiden kann, ob ich weitere Folgen bringe oder nicht. Und deswegen liegt es jetzt so ein bisschen an euch. Und ja, schreibt auf jeden Fall mal, wie ihr das Spiel findet. Lasst mir einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns vielleicht zur zweiten Folge, ansonsten zu einem neuen Angezockt. Dann erstmal vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hier stehe ich. Und wir sehen uns zum nächsten Angezockt wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Chris. Ciao.